Hallo und herzlich willkommen hier Back to Wolle zum Busfahrsimulator. Das nächste Video auf jeden Fall. Und ja, wir fahren jetzt die Astra Promenadenstrecke bei Nacht auf jeden Fall, weil wir die bei Nacht fahren sollen, dann kriegen wir einen zusätzlichen Bus. Hervorragend, also rein da und schön in den Bus ungefähr rein. So, als erstes jetzt natürlich, die war schon aus, ist alles gut. Türen auf, die sind zu. Dann muss ich als allererstes natürlich erstmal das Licht überall anmachen. Lichter, okay, die sind alle an, die können ja Lichter wieder ausmachen. Das ist doch schon mal hervorragend. Dann muss ich nochmal kurz nach unten und in hier nochmal kurz die Zündung auch anmachen. Zündung. Oh. Die Zündung auf jeden Fall an. Ups, das war's. Hier raus. Ja, starten. Kann ich fahren. Was ist denn hier schon wieder? Ja, Starter ist die Scheiße. Jetzt will er. Jetzt hat er Bock. Okay. Dann auf jeden Fall gleich mal gucken, ob ich Aktionsmenü. Ja, ich will doch Aktionsmenü. Nächster Halt, Astra Promenade. So, wegen des Stillstands. Okay. Habe ich jetzt auch das Licht an? Licht habe ich natürlich nicht an. Fernlicht muss auch angesagt werden. So, ab nach draußen und ab geht's. Hier muss ich schon hin. So. Sehr schön. Dann machen wir auf jeden Fall jetzt mal die Promenade, also die ersten Dienste, damit wir auf jeden Fall auch noch bei Nacht. Wäre sehr schön. So, anhalten. Kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche auch noch eine Fahrkarte auf jeden Fall. Was wollen Sie haben? Tag, Standard, eine Jugend. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? 5, 20, 10 und Dankeschön, Handy, dass du auch noch irgendwas sagst. Was wollen Sie? Tag, Standard. Zahl ein. Danke. Wunderbar. Gut, dann können wir auch schon weitermachen. Auf geht's. Blinker raus. Ich hab gerade eben mein Reinkommen gesehen. Scheißegal. Immer schönes Gas geben, wir fahren jetzt erstmal, wir ballern jetzt auf jeden Fall erstmal bei Nacht schön ein bisschen hier rum. Ganz in aller Ruhe und werden erstmal gucken, sie jetzt alles schön angucken und sowas. Ich einfach Busfahrer sein, ne? Kann ich auch ein bisschen auch von innen zeigen und von innen sieht er einfach nur so aus und so. Kann ich auch ein bisschen auch von innen fahren. Auch mal ein bisschen probieren, aber ich fahre eigentlich lieber gerne von außen. Damit auch in jedem Fall den Bus ein bisschen besser handeln können. Wir können auch gerne auch ein bisschen von innen fahren und. Oh Mist, in der Ruhe. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Oh nein, sie haben vergessen, fürs. Dann gibt's eben Pizza. Scheiße, ich muss gleich, glaube ich, erstmal mein Handy. Ups. Ja, du fährst nämlich ins den Rand daran. Das würde ich mich so nicht machen. Warum nicht geblinkt? Das nenne ich die perfekte Parkposition. Das ist die perfekte Parkposition. Eine Fahrkarte bitte. Ja, Moment, ich muss mir eben kurz mein Handy auf lautlos machen. Ich werde 500 Sprachnachrichten bekommen habe. So. Alles gut, alles schön, alles wunderbar. Ja gut, okay, dann einmal kurz eine Fahrkarte. Was müssen Sie jetzt haben? Sie möchten gerne eine Einzelfahrkarte. Dauer ist Einzel, Student und eine Anzahl. Hervorragend, dann nehmen Sie das noch. Nehmen Sie das mit. Wie viel Geld willst du denn zurückhaben, Junge? Alter, du willst aber... Du willst auch alles haben, ne? Danke. Gut, wunderbar. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, Sie wollen eine Fahrkarte, bitte. Eine Einzel. Dann sind Sie ein Senior und das auch einmal. Ja, klar, kein aber Problem. Und auch nochmal 20 Cent zurück. Zack, hervorragend. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich, für eine Woche. Easy going, können Sie gerne eine Fahrkarte haben. Standard und einzeln, hervorragend. Ups, ne. Passend, sehr gut. So. Wenn wir von außen wieder angucken. Ich finde von außen, ich kann von außen einfach besser fahren. Jetzt ehrlich, außen kriege ich das besser hin. Jetzt muss ich wirklich mal den Fahrt einfach von innen machen. Aber dann natürlich nur, wenn die auch gewünscht wird in den Kommentaren, die sagen, ich war mal ein bisschen von innen. Oh, so ein Schlafloch. Ein Schlafloch. So. So, gleich mal schön Fahrkarten kontrollieren nebenbei.
Vielleicht fährt ja jemand ohne Fahrkarte, das kann natürlich auch sein. Ah, ganz andere Ruhe. So, schön ein bisschen raus. Hier, bisschen la 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 la. Bremsen. Scheiße, ganz gut. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, danke, dass ich so pünktlich bin. Ich bin pünktlich. Ich bin ein pünktlicher Busfahrer. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Ja, natürlich. Für eine Woche Standard. Und eine Anzahl. Hervorragend. Die war mir. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ja, natürlich. Was denn? Eine Tageskarte Standard. Und einmal. Natürlich. Kriegen wir auch hin. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein Tag für Senioren und eine zweite hervorragend. Nur ja, viele zurückhaben. Zack, so, hervorragend. Noch jemand? Dann gucken wir kurz mal, ob jemand schwarz gefahren ist. Ob jemand hier keine Fahrkarte hat. Fahrkarte. Hier, bitte. Okay. Eine Fahrkarte? Na klar, hier, bitte. Ja, dann gut, dann wollen jetzt keiner so mitfahren. Na, sehr gut, dann wieder rein. Zu. Blinken. Und Vollgas. Und weiter geht's zum nächsten Station. Zur nächsten Station. Moment. Oh. Oh, fuck. Ja, oh, warte. Den hätte ich beinahe mitgenommen. Dann wäre es schwierig gewesen. Ist schwierig auf jeden Fall. So, schön blinken. Dann hier langsam reinfahren. Bremsen. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Blinke ausmachen. Kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Wollen wir ein bisschen wieder parken? Ne? Ist hier keine der Fahrkarte haben? Dann gucken wir mal kurz, wer hier vielleicht noch ohne Fahrkarte. Na klar. Na klar, okay, gut. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Dreimal täglich. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Ja, Mist. Und? Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Mann. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, natürlich, will sie dreimal sie sehen. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, was kann ich denn dafür, dass ich deine Fahrkarte schon gesehen habe? Ich bin Busfahrer. Busfahrer aus Leidenschaft. Ich darf mir das alles... Oh, nee, die Sache muss ich. Hier muss ich raus. Ja, hier musst du gar nicht raus. Also weiter. Kommt die nächste Station raus. Kannst sagen, ich will raus. Kommt trotzdem die nächste Station raus. Denn ich bin Busfahrer. Ein guter Busfahrer. Ein sehr guter Busfahrer. So, hier schön um ihn ein bisschen rumballern. Oh. Was fährt er denn so langsam gerade? Junge Mann, es ist hier kein Schleichverkehr oder sowas. Verpiss dich da. Aber ich muss jetzt eh gleich zur nächsten Haltestelle. Station. Die haben jetzt sogar ein bisschen für mich. Ja, ein bisschen das Ding berührt, ich bitte dich. So. Genau pünktlich. Genau pünktlich. Ja, sehr schön. Stau, kommen Sie alle rein, kommen Sie raus. Was ist denn jetzt die Haltestation? Sehr schön. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Oh, übrigens meine Maus steht hier noch. Sehr schön. Gut, dann auf und davon jetzt. Wiedersehen. Gehen wir jetzt raus und ich fahr weg. Von hier. Ja, von. Das ist so der Plätzchen hier. Oh, ich krieg's ja nicht. Ups. Fahren Sie mir nicht in die Seite rein. Vorne darf ich rechts. Ich glaube, hier vorne die Kurve, die war schon extrem. Hier sind ganz schissen. Wir müssen wirklich langsam fahren. Hier noch so ein scheiß Auto rein. Fahren wir mal woanders hin. Ja, mit Blinker und sowas schön gemacht. Ja, hervorragend. Oh, scheiße, was die da haben. Oh, ups, Alter. So, hier war gleich irgendwo so ein scheiß Möbel.
Glaube ich zumindest. Da müssen wir bestimmt auch ein bisschen vorsichtig rüberfahren, weil es heute wieder irgendwie so penibel zu schnell rübergefahren. Ja, obwohl natürlich auch Hals aber. Egal, einfach rüberballern. Hier ist auch ein Blitzer, also hier darf ich auch nicht zu schnell fahren. Also hier darf ich leider nicht heizen. Darf ich nur 49 fahren? Das ist alles so ein bisschen. So, müssen hier gleich schön langsam blinken und halt hier auch langsam reinfahren. Ups. Scheiße. Der wird nicht so schön. Aber okay, mal gucken, was wir jetzt gleich für die Nachtfahrt so schönes bekommen haben. Also langsam hier rein, langsam hier rein, langsam hier rein, langsam hier rein. Bremsen. Dann mache ich die Bremse auf jeden Fall an. Dann muss ich hier kurz ranzoomen. Dann wieder die Zündung. Ach, nicht mit vor. Türen öffnen. Ich vergesse immer die Türen zu öffnen. Dann den Bus aus und bemerke dann, dass ich aus dem Bus ja nicht mehr rauskomme, weil ich die Zündung nicht, weil ich halt das alles schon ausgemacht habe. So, jetzt kann ich hier raus, jetzt bin ich fertig. Mal schauen. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Bus, das ist schon mal sehr gut. Ach ja, mal gucken. So, ich habe auf jeden Fall 17.000 gemacht, ein bisschen was und, zweimal den Bordstein erwischt. Ja, das passiert manchmal, ne? Das passiert mal, das kann auch den Besten einfach passieren, so. So, hervorragend. Das war's auf jeden Fall schon mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche allen natürlich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich da vielleicht mehr machen soll, weniger machen soll. Oder auch vielleicht mal ein anderes PlayStation-Spiel zum Beispiel auch mal spielen. Gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten, mehrere PlayStation-Spiele. Ich habe auch ein paar hier. Ja, weil ich mir günstig an der PlayStation reingekommen bin. Sehr schön. Also, euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Sagt ihr auch schon die Ecke Wolle. Tschüss.